So, Ellie! Hallo Elsa, schön, dass du dich mal wieder blicken lässt. Und du kommst wie immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe nämlich gerade eben erst brandheiße Hinweise auf die azurblaue Braut aus dem Bekennerschreiben des Phantoms erhalten. Tja, der Mithril-Bote hat seine Augen und Ohren eben überall. Unsere Informanten haben erfahren, dass Eosea demnächst eine prunkvolle Hochzeit ins Haus steht. Vermählt werden sollen die Tochter eines steinreichen Kaufmanns aus Ulda und der zukünftige Vorsitzende des Bruger-Konsortiums. Bei der Braut handelt es sich um ein bildhübsches Mädchen namens Arabella. Mit blauen Haaren und blauen Augen. Na, klingelt's? Bislang hat Arabellas Vater seine Tochter wie sein Augapfel gehütet. Und kaum jemand hat sie je zu Gesicht bekommen. Doch das wird sich bald ändern. An der Sonnenküste ist nämlich ein großes Bankett geplant, an dem Arabella teilnehmen wird. Während des Banketts soll die Hochzeit des jungen Paars bekannt gegeben werden. Und selbstverständlich werden Braut und Bräutigam anwesend sein. Klingt wie geschaffen für unsere geltungssüchtiges Phantom, findest du nicht? Glaub mir, mein siebter Sinn hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich bin mir sicher, dass das Phantom auf dem Bankett zuschlagen wird. Und deshalb sollten wir dasselbe tun. Wie ich hörte, ist Gugu Remu, der Vater der Braut, bereits vor Ort, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Er sollte unsere erste Anlaufstelle sein. Okay. Dann hin zur Sonnenküste. Euer Müllermilch heute ist so geil. Guguremu! Was wollt ihr hier? Ich kann mich nicht erinnern, euch auf die Gästeliste gesetzt zu haben. Dieses Bankett ist extrem wichtig für meine Familie. Stört mich nicht bei der Vorbereitung! Mit Verlaub, werter Guguremu, ich bin Ellie vom Uldischen Wirtschaftsmagazin, der Mithril-Bote, das euch als tüchtigen Geschäftsmann sicher ein Begriff sein wird. Wir sind hier, weil wir vermuten, dass das Phantom, ich war nicht schnell genug, könnte. Alte Hüte, meine Liebe. Den Artikel habe ich natürlich gelesen und mir war sofort klar, dass dieser Unhold mit der azurblauen Braut nur Arabella gemeint haben konnte. Und überhaupt, alle anderen Familien sind es doch gar nicht erst wert. Ich glaube, ich muss... warte mal. Kann ich das nicht irgendwie ändern? Egal. Meine Tochter ist der größte Schatz von allen, verehrter Verehrer. Hat sie wie Sand in der Sargoli-Wüste. Doch alle... Wie stellt man das nochmal um? Dass es nicht mehr so ganz so schnell ist. Stelle ich es damit schneller oder langsamer? Ich habe bereits alle nötigen Schritte in die Wege geleitet. Da brauche ich von Amateuren wie euch keine Hilfe. Die Gerbera Company der Messingklingen höchst selbst ist mit dem Schutz Arabellas beauftragt. Die feinsten Krieger Tannerlands sind das. Wenn euch wirklich etwas am Wohl eurer Tochter liegt,
Solltet ihr die Feierlichkeiten absagen, das Phantom wird sich... Aha, der kroatische Kriminologe höchst selbst gibt sich die Ehre. Glaube nicht, nur weil du aus adligem Hause stammst, dürftest du mich belehren, das Bankett absagen. Machst du... Ach, was soll denn das? Hast du gut. Wenn... klar. Ich hab's schneller gestellt. Hört, hört. Da ist sich jemand seiner Sache aber sicher, schmunzeln. Also gut, ich will mal nicht so sein und euch die Chance geben, eure Überflüssigkeit unter Beweis zu stellen. Aber wie ihr stört, die Feierlichkeiten, die Messingklingen werden kurzen Prozess mit euch machen. Er stellt den Profit über das Wohl seiner Tochter, typisch Uldana. Ach sag, woher diese Zuversicht brillieren? Hast du die Blamage mit dem... Wie könnte ich? Doch mit seiner dreisten Tat hat mir das Phantom auch den entscheidenden Hinweis geliefert. Sie war das Puzzlestück, das mir zur Komplettierung seines Tätersprofils noch gefehlt hat. Wir haben es mit einem Egomanen zu tun, der seine Opfer zu demütigen versucht, indem er ihnen die Tat nicht nur ankündigt, sondern auch noch direkt vor ihrer Nase zuschlägt. Das Phantom leidet an akuter Geltungssucht und wird deshalb der Versuchung nicht widerstehen können, sein Opfer auch diesmal in aller Öffentlichkeit aufzulauern. Wir müssen also lediglich den Gästen auf den Zahn fühlen, die bei der Feier problemlos in der Nähe der Braut gelangen können. Dazu zählen selbstverständlich auch der Bräutigam Vannes und sein Vater Morgant. Ebenso wie der Festredner Jalto Nolto, seine Gattin. Und nicht zu vergessen der Brautvater Guguremu und sein treuer Diener Levenhardt, der Arabella praktisch großgezogen hat. All diese Figuren spielen bei der offiziellen Bekanntgabe der Hochzeit Schlüsselrollen. Sie alle sind bereit, seit einigen Tagen vor Ort, um die letzten Vorbereitungen für das Bankett zu treffen. Und wie ich unsere Täter kenne, hat er sich längst verkleidet unter das Volk gemischt und spielt sein neckisches Spiel. Deswegen sollten wir das erstes überprüfen, ob jemand der gerade genannten Personen sich verdächtig fällt. Und zwar bevor mein unfähiger Kollege hier aufkreuzt und wieder sämtliche Schokobus scheu macht. Was? Hildebrand, was hast du hier zu suchen? Na, das ist wohl eindeutig. Ich nehme Inkognito an den Feierlichkeiten teil und schlage das Phantom mit seinen eigenen billigen Tricks. Bei dir scheinen Hopfen und Malz aber auch nicht verloren zu sein, mein lieber Brigade. Dass du meine perfekte Verkleidung durchschauen konntest. Alle Achtung! Muss ich schon sagen. Oh nein. Er hat einen Fisch auf dem Kopf. Perfekte Verkleidung, perfekt auffällig. Jawohl, höchstens. Ich habe gehört, was ich wissen muss.
Eine bildhübsche, ich meine natürlich hilflose Frau ist in Not. Keine Frage, dies ist ein Fall, der mit Einfühlungsvermögen und Noblesse gelöst werden will. Ein Fall für Hildebrand. Jetzt schau doch nicht so entsetzt, Brilli. Ich lass dich ja auch mitmachen. Brilli? Und überhaupt, was erlaubst du dir? Wenn hier jemand das Recht besitzt, Großzügigkeit zu demonstrieren, dann ja wohl... Ich gegenüber dir, wenn ich ihm freie Hand gebe, ruiniert er mir wieder die Ermittlung. Hier ist kontrollierte Schadensbegrenzung gefragt. Also gut, Hildebrand. Mit deinen unkonventionellen Ermittlungsmethoden scheinst du mir prädestiniert für eine Observation unserer Verdächtigen zu sein. Ich kann mich darauf verlassen, dass du die Sache mit äußerster Diskretion angehst, nicht wahr? Am besten beschattest du unsere Kandidaten. Aus einer sicheren Entfernung von, sagen wir, 200 Jalmen. Ein Garderobenwechsel könnte übrigens auch nicht schaden. Nun, wie auch immer. Bis zum Beginn des Banketts bleibt uns noch etwas Zeit. Ich werde derweil einer anderen Spur nachgehen. Du könntest mir dabei zur Hand gehen, Elsa. Hättest du die Güte, mir einen Augenblick deiner Aufmerksamkeit zu schenken? Na, warum nicht? So, unsere zwei Tölpel wären damit hoffentlich fürs Erste beschäftigt. Mit meinen eigentlichen Anliegen möchte ich mich gerne an dich wenden. Wir wurden noch gar nicht miteinander bekannt gemacht, richtig? Aha, Elsa Scarlet lautet dein Name. Also gut, Elsa. Sag mir, als das Phantom uns letztes Mal als Durilda verkleidet gegenüberstand, ist dir da vielleicht irgendetwas aufgefallen? Das werde ich dir nicht auf die Nase binden. Du bist misstrauisch. Ich verstehe. Eine lobenswerte Eigenschaft. Doch um diesen Fall lösen zu können, müssen wir kooperieren. Lass mich also das Eis zwischen uns brechen. Zwei Dinge waren bemerkenswert an der Art und Weise, wie der Täter uns hinters Licht geführt hat. Es ist ihm nicht nur gelungen, Drillers Aussehen perfekt zu imitieren, sondern auch ihre Eigenschaften. Ersteres ist technisch zwar aufwendig, mit entsprechenden Projektionsprismen aber möglich. Was mir hingegen keine Ruhe lässt, ist, dass der Täter Drillers Stimme und ihre Gestik so originalgetreu reproduzieren konnte. Das ist mit technischen Mitteln nämlich nicht mehr möglich. Für so etwas muss man die entsprechende Person sehr gut kennen. Das Phantom muss Durilda über einen längeren Zeitraum studiert haben, um sich ihre Eigenarten anzueignen. Und vermutlich wird es auch diesmal so vorgehen. Die Ehrengäste des Banketts befinden sich bereits seit drei Tagen hier an der Sonnenküste genug Zeit, um sie eingehend zu beobachten. Meine Vermutung, das Phantom befindet sich längst unter uns, um Informationen über seine nächste Rolle zu sammeln. Die Frage ist, in welcher Verkleidung? Als einer der Ehrengäste? Nein, wohl kaum. Die Gäste sind allesamt berühmte Persönlichkeiten und kennen sich zudem untereinander. Schon die kleinste Ungereimtheit könnte das falsche Spiel auffliegen lassen.
Die Gerbera Kompanie hingegen wurde extra für diese Festlichkeiten zusammengestellt. Die Zahl der Söldner an der Sonnenküste ist groß und wegen der identischen Uniform ist es nicht so leicht, sie zu unterscheiden. Die Mitglieder der Gerbera Kompanie können sich als Wächter relativ unbezogen hier bewegen. Und außerdem kennen sie sich untereinander kaum, da viele von ihnen bislang in anderen Verbänden gedient haben. Ideale Bedingungen für unser Phantom. Ich habe meine Fühler bereits in diese Richtung ausgestreckt und tatsächlich ist es so, dass ein Mitglied der Gerbera Kompanie sich längere Zeit nicht mehr routinemäßig gemeldet hat. Mir ist klar, was das bedeutet, nicht wahr? Richtig, wenn wir herausfinden, wen diese Messingklinge beschützen sollte, können wir die potenziellen Verkleidungsziele des Phantoms erheblich eingrenzen. Aber genug der grauen Theorie. Worum ich dich bitten möchte, ist, diese vermisste Messingklinge ausfindig zu machen. Sicher wird das Phantom sie nicht bis nach Tanalan verschleppt haben, dafür fehlt ihm schlicht und ergreifend die Zeit. Wahrscheinlich hat es seine Opfer irgendwo hier in der Nähe aufgelauert. Such am besten zuerst einmal die Sonnenküste ab und wir machen erstmal das. So, wo waren wir stehen geblieben hier? Das hatte ich angegeben, auch wenn es falsch war. Sicher wird das Phantom sie nicht bis nach Tanalan verschleppt haben. Dafür fehlt ihm schlicht und ergreifend die Zeit. Wahrscheinlich hat es seinem Opfer irgendwo hier in der Nähe aufgelauert. Suche am besten zuerst einmal die Sonnenküste ab. Hier kann ich nicht fliegen. So mies. Ich liebe diese Musik. Jetzt hab ich schon wieder Bock auf Final Fantasy 6. Oh, hier? Ah. Oh, ich hab was verkauft. Ich wusste, dass ich mich auf deinen Spürsinn verlassen kann. Ein Glück, dass ihr da seid. Ich dachte schon, ich würde hier als Krabbenfutter enden. So, die Fesseln wär los. Nun sprich, Soldat, was ist hier vorgefallen? Man bestellte mich ein, um mit mir meinen Einsatzplan durchzugehen. Als ich wartete, spürte ich plötzlich einen Schlag. Hier bin ich aufgewacht und fand mich ohne Uniform und Papiere wieder. Sei froh, dass dir wenigstens dein Leben und dein Lendenschutz geblieben sind. Seltsam ist es schon. Warum sollte das Phantom Zeugen hinterlassen? Spielt es mit uns? Doch, darüber können wir uns später den Kopf zerbrechen. Viel wichtiger ist, wen solltest du beschützen, Soldat? Wenn der Schlag meine Erinnerung nicht vollkommen durcheinander geworfen hat, dann waren es Herr Morgant und Herr Yalto Nolto. Gab es sonst noch jemanden, mit dem du Kontakt hattest? Ja, mit Herrn Levenhardt. Ich sollte ihm bei der Nahrungsmittelbeschaffung zur Hand gehen. Sicher sucht er schon verzweifelt nach mir. Vielen Dank, das sind wertvolle Informationen für uns. Also gut, ich werde erst einmal diesen armen Tropf hier zu einem Arzt bringen. Seine ungewollte Pause hier draußen scheint ihn sehr geschwächt zu haben. Sieh zu,
Sieh du bitte nach unserem tollpatschigen Kriminologen. Du, pass auf, dass es nicht die achte Katastrophe andeutet. Zuzutrauen ist es denen alles. Ich werde zu euch aufschließen, wenn dieser Mann hier versorgt ist. Also, mittlerweile kann ich mir die Ermittlungsarbeit ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Nashu und ich könnten gut noch eine Kofferträgerin gebrauchen. Du kannst es dir ja mal überlegen. Doch sag, wie ist es euch in der Zwischenzeit ergangen? Große Hoffnung mache ich mir zwar nicht. Aber noch ein blindes Huhn findet bekanntlich mal ein Korn. Hat dieser Schnösel Brilli vielleicht irgendetwas herausgefunden? Morgant, Yalto, Nolto und Levenhard gehören also zum Kreis der Verdächtigen. Was zaudert dieser Schreibtischkriminologe doch noch? Wir sollten die Subjekte unmittelbar verhören. Von diesem Gardin lasse ich mir gar nichts vorschreiben. Vor so einem habe ich doch keine Angst. Jedenfalls nicht, solange er nichts davon mitbekommt. Haha. Am besten nehmen wir uns direkt den ersten zur Brust. Dieser Morgant steht gleich dort vorne. Auf geht's, Naschu! Lass diesen Mann meiner meisterhaften Verhörtechnik. Nicht umsonst habe ich vor meiner Karriere als Kriminologe eine Zeit lang als Handelsreisender für ätherische Staubaufsaugapparaturen gearbeitet. Meine subtilen Verhandlungskünste sind legendär und als mandafilische Diplomatie allseits bekannt. Heißt er nicht eigentlich Hildebrand? Warum Hildebrand? Vergiss nicht, jeden meiner cleveren Winkelzüge im Wortlaut zu notieren, werte Ellie. Euch wird die Ehre zuteil, dem geschichtsträchtigen Moment beizuwohnen, in dem Hildebrand, der Meister der geschliffenen Worte, das garstige Phantom mit den tausend Gesichtern verhört. Ich bin als Reporterin hier, nicht als deine persönliche Stenografin. Ist das klar? Für deinen Unfug verschwende ich bestimmt kein Papier. Kein Problem, Herr Hildebrand, dann übernehme ich das eben.
Bei der Durchsicht meines Diktathefts ist meine Lehrerin vor Begeisterung immer kreidebleich geworden und dann hat beim gütigen Teil gemurmelt. Ich glaube, so etwas Unglaubliches hatte sie noch nie gesehen. Kreidebleich. Ich glaube nicht, dass das gut. Meine Assistentin, wie sie bleibt und lebt und lebt. Also gut, liebe Naschu, wieder Anwalte deines Amtes. Ah, werter Guguremu, welch Freude, euch hier zu treffen. Mein herzlichste Glückwünsche zur Hochzeit mit Arabella. Wer bist du und was willst du von mir? Und überhaupt, ich heirate Arabella noch gar nicht, sie ist meine Tochter! Hoho, der berüchtigte Kriminologe, wer ist selbst, wer weiß, wie es geht. Da hat das Phantom mit den 1000 Gesichtern aber ganz schön viel Staub aufgewirbelt. Wie fühlt man sich also als Bräutigam und Rampenlicht Wannes? Nicht schlecht, Vater, nicht schlecht. Meine zukünftige ist durch die Drohung des Phantoms sozusagen geadelt worden. Nicht irgendeinem Neid hat der Unhold als seine Frau ausgekoren, sondern die schönste Frau Irsias. Als ihr Verlobter kann ich nun mit erhobenem Haupt und stolz geschwellter Brust durch die Straßen schreiten. Stolz geschwellter Brust? Was so ein Hühnerbrüstchen? Das riecht höchst verdächtig, meine Freunde. Ergib dich auf die Stelle, Phantom. Nie kam mir ein schlechterer Schauspieler unter die Augen. Ah. Sag mal, bist du so dumm oder tust du nur so? Das hat er doch nicht wörtlich gemeint. Ha, mein Sohnemann lässt sich so schnell nicht einschüchtern. Recht so, so war das in unserer Familie schon immer. Fürwahr, Wannes wird eine ausgezeichnete Vorsitzende für das Bruguer-Konsortium abgeben. Als Arabellas Vater und Geschäftsführer eines florierenden Unternehmens erfüllt auch mich dieser Umstand mit Stolz. Da fällt mir ein, Arabella war ganz verzückt von der Halskette, die du dir ihr neulich geschenkt hast, mein lieber Wannes. Das freut mich, werter Guguremo. Es soll nicht das letzte Geschenk sein, das sie von mir erhalten hat. Unsere Schatzkammer quellen über vor Schmuck und Kleiden dann. Wenn wir erst einmal verheiratet sind, werde ich eurer Tochter mit Reichtümen überhäufen, haha. Die mandavileische Diplomatie, hm? Großartig, Hildebrand. Immerhin wissen wir jetzt, dass Wannes, Morgant und Guguremu so echt sind wie ihre gerade demonstrierte Habgier. Aber nicht doch, werte Ellie. Dass wir den Täter hier nicht finden würden, war mir natürlich klar. Ich wollte nur erst einmal alle überflüssigen Variablen aus der Gleichung stoßen, akribisch, wie ich nun mal bin. Es läuft also alles nach Plan. Oh, ich wollte ja alles notieren, also keine eindeutigen Beweise. Alles läuft nach Plan. Und, von so einem vermeintlichen Rückschlag lässt sie große Hildebrand sich nicht ins Boxhorn jagen. Als nächstes stehen Jalto, Nolto und Levenard auf dem Programm. Auf meine Freunde, wir haben ein Phantom zu enttarnen. Warum folge ich dem? Seid grüßt, hat man euch zum Fest geladen. Eure Gesichter sind mir nicht bekannt. Seid ihr Angehörige der Ostaldner? Was, Angehörige? Das sind wir in der Tat. Dann bin ich höchst erfreut, euch kennenzulernen. Die Hochzeit eurer Arabella
mit unserem zukünftigen Vorsitzenden Mannes ist ein freudiger Anlass. Wir sollten feiern, was die Spesenkasse hergibt. Unsere Vereinigung werden durch den Ehebund eine große Familie. Bislang haben wir oft miteinander gestritten. Doch nun werden wir Seite an Seite streiten. Ein Hoch auf die Handelsgesellschaft, ein Hoch auf das Konsortium. Vielleicht wird es uns mit vereinten Kräften ja auch gelingen, der Bedrohung durch die botanischen 5 Herr zu werden. Unsere Lebensmittellieferungen werden in letzter Zeit... Nanu, jetzt sagt nicht, ihr habt noch nie von den botanischen 5 gehört. Aber natürlich haben wir das. Die botanischen 5 sind schließlich legendär für ihre Gartenkunst. Papalapap. Die botanischen 5 sind ein erbärmlicher Haufen diebischer Mandragoras, die sich jede Karotte unter den Nagel reißen. Die nicht bei 3 im Erntekorb liegt. Du solltest öfter den Mistrelboten lesen. Die botanischen 5 kennen wir ja aus Final Fantasy 12. Tja, mein Lieber. Das hat man davon, wenn man lieber Mock und Moxiblet. Was? War das eine Andeutung an eine andere Zeitschrift? Na, die botanischen 5 bleibt mir fort mit diesen lästigen Gemüse. Uns haben sie auch schon einen Besuch abgestattet. Sie haben uns völlig unvorbereitet getroffen und konnten mit einem Großteil der Vorräte für das Bankett türmen. Doch seid unbesorgt. Ich habe unverzüglich Ersatz im Bismarck bestellt, der soeben eingetroffen ist. Bei uns wird keiner Hunger leiden müssen. Speisen direkt aus dem Bismarck? Na, da können sich unsere Gaumen ja auf ein wahres Freudenfest gefasst machen. Da. Ich kann's kaum erwarten. Auch Jalto Nolte und Levenard schienen mir nicht sehr verdächtig. Sollte ich mich tatsächlich getäuscht haben? Verflucht. Wenn wir keinen Hinweis finden, ist das Phantom nicht aufzuhalten. Mehr denn je müssen wir unsere Bemühungen verstärken. Die Holde Arabella davor zu bewahren, das nächste Opfer zu werden. Das gebietet mir meine Ehre als Chevalier, so viel steht fest. Herr Hildebrand, er redet immer so schnell, da komme ich gar nicht mit. Also gut, das Phantom ist nicht aufzuhalten, das nächste Opfer steht fest. So gut. Das ist aber extrem zusammengekürzt. Nun, wie auch immer. Was jetzt Briardieren dürfte jeden Moment zurückkommen. Na, das liegt doch wohl auf der Hand, oder? Wir werden die Lebensmittellieferung inspizieren, von der Levenhard gesprochen hat. Wenn die nämlich kein Lebensmittel enthält, wissen wir, dass hier nicht nur das Gemüse faul ist. Na? Also nichts wie ran an die Rüben, meine Freunde. Wir wollen uns nicht von diesem mächtigen Kriminologen dazwischenfunken lassen. Oh no! So, überprüft. So, was haben wir denn hier? Ein paar Kisten und wohlgereifte Kokosnüsse. Nanu! Zwischen den Kokosnüssen liegen Bomben. Wusste ich's doch. Levenhard ist das Phantom. Er plant einen Anschlag auf die Hochzeitsgesellschaft. Das sind meine! Herr Hildebrand! Ich dachte, hier wäre die Garderobe und ich habe sie einfach zum Rest gelegt.
Bist du des Wahnsinns, Naschu? Wir brauchen doch hier keine Bomben. Brauchen wir nicht? Den Heustock, den ich gerade am Strand gefunden habe, etwa auch nicht? Nein, liebe Naschu, auch deinen Holzstock brauchen wir nicht. Wirf den schön weg und erwähne diesen Vorfall auf keinen Fall in deinen Notizen. Kann es sein, dass die nicht ganz hell ist? Oh weh, wenn Begonien das sieht, bekommt er sicher wieder einen hysterischen Anfall. Alles klar, Briadrien erlebt eine explosive Überraschung mit tödlichem Ausgang. Das ist so stark abgekürzt, dass es fast wie eine Morddrohung an Briadrien gelingt. Wenn man vom Eufel spricht, da ist er ja. Ihr solltet noch immer auf Beobachtungsposten sein, also versteckt euch besser schnell. Also wir können die Bomben doch hier nicht einfach so liegen lassen. Stimmt, das könnte auch auf mich zurückfallen, da ich euch nicht aufgehalten habe. Also gut, Elsa und ich werden versuchen, Briadrien abzulenken. Ihr versteckt euch hier. Ihr seid ein Schatz wert, Elli. Dann beseitigen wir die Bomben, nachdem Brilli von dann gezogen ist. Vielen Dank und später.